So, hallo. Nochmal zur sechsten Runde im GT3 Cup. Ja, diesmal ein bisschen anders als sonst. Ihr seht es schon als Video, nicht als Livestream. Das liegt daran, dass wir vor 2 Wochen in Oschersleben gefahren sind. Und da eben Dennis leider nicht anwesend war, der sonst immer gebroadcastet hat. Deswegen habe ich das jetzt im Nachhinein produziert. Kommentiere ich das jetzt auch. Das heißt, wir schauen uns das Rennen an in voller Länge. Ich kann sagen, es war auf jeden Fall ein interessantes Rennen. Es ist einiges passiert. Und genau. Heute Abend, wenn ihr das guckt, wenn es direkt rauskommt, dann werdet ihr sehen. Heute Abend ist direkt das nächste Rennen in Hockenheim, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Wie gesagt, Oschersleben, die Strecke, Motorsport Arena Oschersleben. Enge Strecke. Überholen wird sehr schwierig werden, aber schauen wir mal, wie sich alle schlagen. Ihr seht oben, am 1.9. sind wir das Ganze gefahren. Wie gesagt, vor 2 Wochen. Und jetzt schauen wir mal auf die Startaufstellung. Wir gehen hier schon in die Einführungsrunde und ihr seht, Lorenz Hertzing hat sich wieder mal die Pole geschnappt. Juchi, oder wie neuerdings gesagt wird, Jutzi auf 2. Junior auf 3 und ich bin auf 4. Das heißt, es wird jetzt auch, ich kann mich selbst kommentieren. Hoffentlich werde ich nicht so wie Vortex. Ja, schauen wir einfach mal. Wir waren 15 Leute sind mitgefahren. Und hier ist die Startaufstellung. Lorenz Hertzing, 1:25.593, holt sich P1. Jutzi auf 2. Junior auf 3. Ich in meinem Porsche bin auf die 4 gefahren und man sieht schon, die beiden vorne haben dem Rest ganz schön was gegeben an Zeit. Hannes auf 5, Senior mit einem starken Quali auf 6, Erstling, Daniel nur auf 7, nicht gut. Benjamin Frank auf 8, Sven Vettelfan auf 9 und Joey Lühring auf der 10. Julian Gerlach in seinem Audi, in dem einzigen Audi auf der 11. Simon Kaufmann, der gibt sein Debüt heute in der Corvette. Der ist heute Abend auch am Start. Auf der 12, Frank Terrorholz auf der 13, Himat auf der 14 und Marvin Gummich komplettiert das gesamte Grid in seinem Aston. So, dann muss ich noch eine Anmerkung machen. Ich weiß, dass die Qualität von der Aufnahme leider nicht so gut ist. Da kann ich euch versprechen, das wird in den Livestreams wieder besser werden. Ich kann es mir selbst nicht ganz erklären, warum die nicht ganz so gut ist. Ich habe was rumprobiert, es hat leider nicht funktioniert. Aber ich hoffe, das geht. Schaut es euch auf dem Handy an, dann sollte alles gut sein. Ja, und sonst sehen wir hier die Einführungsrunde. Oschersleben wird ja mittlerweile in echt, ja, so von der Formel 4 noch befahren und zum Beispiel auch ADAC GT Masters oder sowas. Aber ja, schwierige Strecke, sehr, sehr schwierig. Und sehr, sehr technisch, also man sieht sehr viele langgezogene Kurven, was dem BMW ein bisschen entgegenkommt. Dann gehen wir jetzt mal auf den Start. Mal gucken, wann alle anziehen. Jetzt wird angezogen, die Stunde läuft. Lotsberg kommt gut weg. Ich bin auch gut weggekommen. Ich konnte mich dann hier erstmal vor Jutzi setzen. Wir sehen Lotzi, der biegt. Boah, der kommt ein bisschen. Und da hinten ist jemand kollidiert. Hannes und Senior sind kollidiert. Und Lotzi ist ein bisschen weit gegangen. Jutzi versucht sich jetzt hier neben mich zu setzen. Daniel Ersting hat eine Position gut gemacht. Und jetzt Jutzi neben mir in der langgezogenen Kurve. Kommt der BMW besser raus. Und jetzt hat er mich. Gutes Manöver gemacht. Und hinten ist nicht so unbedingt viel passiert. Oh, hier ist noch eine Einblendung. Joey hatte einen super Start. Der ist von 10 bis auf die 5 nach vorne gekommen. Und Junior hat seine Position behaupten können. Hannes ist zurückgefallen durch die Kollision mit Senior. Da. Die zwei sind sich da in die Quere gekommen. Hannes wusste nicht, dass Senior noch rechts neben ihm ist und der hat ihm dann den Weg abgeschnitten.
Sehr, sehr ärgerlich. Julian hat auch, also Gerlach, hat auch einige Positionen gut gemacht. Ja, also spektakuläre Startphase. Wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht in Runde 2. Daniel versucht es jetzt hier direkt an Joey, ist nah dran. Das könnte direkt ein Manöver geben. Er setzt sich daneben und Joey, ja, so viel wehrt er sich dann nicht. Und damit ist Erstling schon auf 5 vor. Und macht weiter Jagd auf Lotzi da vorne, um dem Einhalt zu gebieten. Der, ja, läuft ja mit 7 Meilenschritten zur Meisterschaftsgewinnung sozusagen. Hier sehen wir Senior, der eben dann die Kollision hatte. Der Schaden dürfte sich in Grenzen gehalten haben vom Auto her, aber es ist natürlich Unmengen an Zeit verloren und durch den Verkehr, das wird sehr, sehr schwer werden, schätze ich mal, für ihn hier noch viel rauszubekommen. Aber es ist ein langes Rennen, wer weiß, mit Safety Cars oder sonst was. Müssen wir mal abwarten. Und wir sehen, die beiden BMWs vorne, Lotzi und Jutzi, die können sich absetzen. Und Junior scheint zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen schneller zu sein als ich da vorne. So, wir gucken jetzt nochmal wegen dem. Jetzt ein bisschen geleckt, jetzt sollte das alles wieder passen. Sehr gut. Also. Wir sehen jetzt hier Daniel Erstling. Versucht er direkt dasselbe? Nein, zu weit weg. Steckt wieder zurück. Besser ist es. Bevor er da seine Nase reinsteckt und sich da wegdreht. Ich glaube, da hat er noch ein bisschen Flashbacks aus Sebring, als er da sich mit mir in die Quere gekommen ist. Sorry nochmal dafür. Genau. Wir sehen jetzt hier diesen Vierer-Train mit Joey, der wirklich eine super Saison fährt bisher, muss man mal sagen. Der ist konstant immer vorne dabei, hatte auch schon zweimal eine Nuller drin, aber sowas passiert halt. Und da wir ja eh Streichergebnisse haben, 2 Stück, wir fahren 10 Rennen und nur 8, die besten 8 davon kommen in die Wertung, ist das kein Problem. Und der hat bis jetzt 28 Punkte geholt. In den Monster nicht mitgefahren, in Kialami keine Punkte geholt. Ist er bisher vorne dabei und wenn er das hier wieder so halten kann auf P6, dann sind das wieder solide Punkte. Das wäre sogar sein bestes Ergebnis bisher. Da kann er sich nicht beschweren. Macht eine solide Saison bisher in seinem Aston. So, schauen wir mal auf die Anwesenheit. Also, Philipp Stange ist heute nicht da und vielleicht jetzt Erstling. Innen rein, ist daneben. Wie macht er es? Junior außen. Junior kontert, schafft es nicht. Oh, Joey jetzt innen. Vielleicht kommt der dann noch dazu. Nein, schafft es nicht. Erstling, erstmal alles so, wie es ist. Alles so geblieben, wie es war. Aber man sieht schon, der Ferrari ist angriffslustig. Mal schauen, ob der hier vorbeikommen kann. Aber wie ich gesagt habe, das ist echt schwer. Und wir sehen im Hintergrund Gerlach, der gesellt sich auch noch in die Gruppe dazu. Das könnte ein Fünfkampf werden hier. Und dadurch, dass die zwei sich da hinten mal bekämpft haben, konnte ich ein bisschen wegfahren. Hier sehen wir Hannes, der sich nach seinem Unfall am Start zurückkämpfen muss. Aktuell auf P10. Ja, der hat jetzt noch einiges vor sich, um hier noch ein paar Punkte mitzunehmen. Mal gucken, aber der hat die Pace auf jeden Fall. Das hat man im Quali gesehen, das hat man auch in den Trainingsfolgen gesehen. Der müsste die Pace haben, um hier auf lange Sicht noch vorne vielleicht mitzuspielen. Ganz vorne wird es auf keinen Fall mehr reichen, dafür sind die zu weit weg, aber ich glaube, die Pace dafür hätte eh ein bisschen gefehlt. Aber schauen wir mal, ob er da vielleicht sogar noch an diese Gruppe rankommen kann, die wir eben die ganze Zeit gesehen haben. Und auch, was man auch mal beachten muss, Himat ist auf 9. Auch starker Start. Wenn er das so heimbringen kann, wäre es auf jeden Fall gut. So, Senior auf der 14.
ist hier an Vettel-Fan dran und wir schalten wieder vor zu unserer Kampfgruppe. Mit fünf Autos, fünf unterschiedliche Hersteller, das ist doch mal. So will ich das sehen. Audi, Aston, Ferrari, BMW und Porsche. Der BMW hat ein bisschen Überhand genommen in den letzten Rennen, aber so ist es halt. Der liegt sehr, sehr gut auf der Strecke, deswegen kann man da keinem einen Vorwurf machen, den BMW zu fahren. Und jetzt ist das erste Ding wieder sehr, sehr nah dran. Ah, hier verliert er wieder ein bisschen. Das ist halt schwierig. Auch die GT-Fahrzeuge haben ein bisschen Dirty Air. Also es ist immer ein bisschen schwierig, da zu folgen. Es geht natürlich deutlich besser als mit den irgendwelchen Formelwagen jetzt, gerade in der Formel 1. Deutlich besser. Aber auch man merkt es trotzdem ein bisschen. Und außerdem immer, es ist so ein bisschen, gerade der BMW, da ist so eine Wand vor einem. Kann man nicht immer alles so richtig sehen, kann nicht immer genau seine Bremspunkte treffen und so. Und Daniel Erstling geht direkt in die Box. Das ist sehr, sehr früh. Noch 52 Minuten. Aber das sollte, je nachdem, wie viel Sprit er noch. Ja, doch, das sollte reichen. Er kann jetzt eigentlich komplett voll tanken. Das könnte reichen bis zum Ende. Der will hier aus dem Verkehr raus. Macht natürlich Sinn, wenn er meint, er wäre schneller. Auch mit vollem Tank. Dann kann er die zwei hier undercutten. Ich glaube auch nicht, dass die beiden sich hier davon verlocken lassen und jetzt auch nächste Runde in die Box gehen. Aber ich weiß es natürlich nicht. Mal gucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich damals gewundert habe. Aber davon sollte man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wenn der sein eigenes Rennen fahren will, dann muss er, da kann er das tun. Der wird natürlich jetzt, Erstling wird natürlich jetzt auch mit dem Verkehr zu kämpfen haben. Damit haben die beiden hier kein Problem, außer dass Junior hier wahrscheinlich schneller könnte. Und Joey, der hat anscheinend einen Fehler gemacht. Ist auf jeden Fall zurückgefallen. Vielleicht hat er sich gedreht. Abseits der Kameras kann man jetzt leider nicht sehen. Vielleicht kann er uns da mal in den Kommentaren dann aufklären, was da passiert ist. Ist auf jeden Fall deutlich zurückgefallen. Das ist natürlich schade. Er war so weit vorne dabei und ist jetzt hier hinter Frank zurückgefallen, der diesmal mit einer Livery fährt fürs Team Barsteiner. Das ist der schwarz-goldene Ferrari, Frank Terholzer. Der wird auch Bock haben, wieder Punkte zu holen. Hat jetzt in den letzten drei Rennen Punkte geholt. Ist jetzt bei 9 Punkten, hat sich damit sehr, sehr weit vorne in die WM geschoben. Und hier Vettel-Fan und die beiden Svens unter sich. Und Senior ist vorbei. Den haben wir eben noch danach geholt. Oh, da habe ich einen Fehler gemacht und den konnte Junior ausnutzen, innen rein in der. In dieser ganz, ganz schnellen Dreifach links und der ist vorbeigekommen. Ich bin da beim Ausgang ein bisschen weit rausgerutscht, musste korrigieren, bin aufs Gras gekommen und das hat Junior gnadenlos ausgenutzt. Und da hatte ich keine Chance, mich mehr zu verteidigen. Stark gemacht von ihm. Aber der ist einfach schneller gewesen hinter mir. Dass er die ganze Zeit so hinter mir fahren konnte, hat eigentlich schon gezeigt, der kann noch was gehen an Pace. Jetzt muss er sich nur absetzen. Um dann nicht Gefahr zu laufen, vielleicht doch nach einem. Vielleicht macht er ja auch nochmal einen Fehler. Er hat eben auch schon ein, zwei gehabt drin. Das passiert einfach. Und wenn er die jetzt macht, dann könnte es wieder sein, dass er wieder dahinter fällt. Das heißt, er muss jetzt clean fahren, clean wegfahren, um sich da zu halten. Aber ich glaube. Sollte er schaffen. Oh, da war ich ein bisschen spät auf der Bremse hier. Können wir gut meine Onboard zu sehen. Weil wir bei mir mitfahren, kann ich euch auch gut erklären, was hier passiert. Also die beiden Kurven hier, in Kurve 2 und Kurve 3, die sind so lange, da denkt man, es hört gar nicht auf mit der Kurve. Aber irgendwann macht sie dann doch nochmal auf. Und dann kann man aufs Gas voll drauf treten. Ja, und Luzi, der fährt alleine vorne weg. Ohne richtige Konkurrenz. Und wir sehen auch Jützi, der kann auch kaum folgen. Da haben wir im Hintergrund die Dreiergruppe gesehen, die es ja nur noch ist. Daniel an die Box gegangen, Joey einen Fehler gemacht. Da wurde aus der Fünfergruppe mal ganz schnell eine Dreiergruppe.
Und Senior jetzt an dem nächsten dran. Senior jetzt an der Corvette von Simon Kaufmann. Der ein bisschen den Start verpennt hat. War ja schon vor Frank, hat aber im Start wieder einen Platz sowohl gegen Himat als auch gegen ihn, gegen Frank verloren. Aber er hat gesagt, er will lieber konservativ rangehen. Das ist ein langes Rennen, was auch sinnvoll ist. Mal gucken, ob er sich hier noch nach vorne arbeiten kann. Und auch Joey haben wir gerade gesehen, der ist schon mal an Frank vorbei. Der wird sich auch nach vorne arbeiten. Und jetzt, Semi mit einem kleinen Fehler, versucht Senior. Nee, dafür ist die Stelle einfach zu schnell. Das schafft man dann nicht. Das wäre zumindest sehr, sehr interessant, da jemanden zu sehen. Und jetzt ist Senior sehr, sehr nah dran. Windschatten nimmt er. Und schafft das jetzt? Nein, er steckt zurück. Ja, bisschen konservativ, aber klar, er will sich das Rennen nicht nochmal versauen. Kann man verstehen. Einen ordentlichen Drift gehabt jetzt hier drin. Und jetzt sind wir hier bei der Dreiergruppe wieder. Und man sieht, Junior, der kann sich absetzen. Der hat die Pace. Und Gerlach mit seinem Audi, der geht anscheinend ganz gut hier auf der Strecke. Und der hat ordentlich Pace gefunden. Julian bisher auch einer der Überraschungen, würde ich mal sagen, im GT3 Cup. Macht es sehr solide. Ersten beiden Rennen gute Punkte geholt. Ja, und dann jetzt 3-0er. Spielberg nicht mitgefahren und dann einmal zweimal außerhalb der Punkte gewesen. Muss man mal gucken. Vielleicht schafft er diesmal das bessere Rennen. Ich meine, jetzt ist er auf P5. Das ist auf jeden Fall schon mal stark. Hannes ist in der Zeit übrigens auch an die Box gegangen. Der macht dieselbe Taktik wie sein Teamkollege. Auch der früh in die Box, um dem Verkehr erstmal aus dem Weg zu gehen und vielleicht ein paar Leute zu undercutten. Jetzt nach einer guten Viertelstunde sehen wir, wie Gerlach immer weiter an mich ranfährt. Der einzige Audi im Feld. In der ersten Saison war der Audi recht beliebt, zumindest am Anfang, als sich den alle gewählt hatten. Da gab es, glaube ich, vier, fünf, die Audi gefahren sind. Und jetzt ist Julian der Einzige, der den Audi noch fährt. Aber dieses Jahr ist er deutlich besser geworden, der Audi. Und mittlerweile kann man mit dem Audi eben einiges tun. Und er ist anscheinend schneller, hat hier mal schon ein bisschen sich bemerkbar gemacht, aber. Wie gesagt, hier in diesen schnellen Kurven ist es echt schwer zu überholen. Es geht eigentlich nur nach diesen beiden langen Geraden, würde ich fast sagen. Startziel ist absolut die beste Überholmöglichkeit. Und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen. Wir sind jetzt, wir haben extra die GP-Variante gefahren, also die mit dieser engen Schikane. Eigentlich wird die zwar im Echt gar nicht mehr befahren, aber einfach aufgrund des Überholens haben wir gesagt, das ist nochmal, das waren nochmal ein paar Meter extra. Und auch ein härterer Bremspunkt, was fürs Überholen immer ganz gut ist. Deswegen fahren wir die Variante und hier sehen wir Charles Leclerc, der eine solide Vorstellung hier abliefert. Auf P8 momentan, dadurch, dass dein erstes Jahr an die Box gegangen ist. Obwohl, das müsste sogar P7 sein, wenn ich mich recht erinnere. Ja, dadurch, dass Joey ja auch noch da war, aber auch hinterhin gefallen ist, ist das sogar P7. Das wäre sein bestes Ergebnis im GT3 Cup. Bisher 2 Punkte geholt in Imola. Da war er schon sehr zufrieden mit, aber das hier könnte natürlich nochmal einiges mehr werden. Hier sehen wir Junior, der kann sich deutlich absetzen. Und hier versucht das wieder. Das sah enger aus, als es war wahrscheinlich. Aber da habe ich dann Knaller zugezogen. Da habe ich es auch nicht. Da muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Da habe ich gesagt, in den schnellen Kurven habe ich es auch nicht eingesehen, irgendwie irgendwen Platz zu lassen. Ja. Hier über die Curbs. Das ist ein hartes Ding. Das hat Julian besser gemacht. Kommt besser raus. Ah, hat hier einen gleichen. Vielleicht einen Quersteher drin gehabt, musste korrigieren. Und hier, die Gerade ist einfach sehr, sehr kurz. Gerade nach dieser langen, langgezogenen Kurve. Das ist einfach nicht so einfach. Und hier sehen wir Daniel Erstling nach seinem Boxenstopp. Jetzt auch schon in der Schikane. Und der muss sich jetzt weiter nach vorne kämpfen. Man sieht's, der ist hinter
Vettel-Fan zurückgefallen, auch mit dem Stop logischerweise, hat einiges an Boden verloren. Die Boxen-Stops dauern natürlich nicht so lange, klar, man muss auf jeden Fall mal langsam durch die Box, aber ich schätze mal, dass die Leute nur auftanken werden. Und dann wird das, ja, so 10 Sekunden ungefähr Standzeit sein, was man nachtanken muss. Deswegen ist Daniel Estling hier am Feld noch dran. Und hier haben wir einen Dreierkampf. Simon Kaufmann, Frank Terreiser und Simon Kaufmann innen setzt sich daneben und setzt sich vorbei. Starkes Manöver vom Schweizer und fährt Senior direkt auch noch vorbei, setzt sich innen daneben. Frank verliert zwei Positionen in zwei Kurven. Hat er ein Problem oder was ist es? Oder hat er jetzt einfach nur Momentum verloren? Müssen wir mal schauen. So, und ich konnte mich hier ein bisschen absetzen. Da hat Frank doch tatsächlich zwei Positionen ganz schnell verloren. Schade für ihn. Aber in den Punkten ist er aktuell immer noch. Muss man mal schauen, wie sich das Rennen hier für ihn aus noch so entwickelt. Er war ein bisschen unglücklich über die Track Limits, die wir noch festgelegt hatten vor dem Rennen. In dieser Schikane, die wir eben gesehen haben, da kann man ordentlich drüber heizen. Da war er nicht ganz zufrieden mit. Er meinte, es wäre besser gewesen, oder er fände es fairer, wenn man da wirklich die Track Limits komplett einhalten muss. Wir haben gesagt, ein bisschen cutten kann man da schon. Und jetzt sehen wir Lotzi nach gut 18 Minuten vorne alleine. Und wir sehen schon, der hat einen richtig großen Vorsprung. Der kann hier sein Rennen entspannt runterfahren. Und so wie man das gehört hat im Skischuhfahrerteam. Also Lutz fährt ja eigentlich mit seinem alten Teamkollege Sandro Raffa, aber der hat sich bisher nur einmal blicken lassen und das war auch direkt ein Nuller in Spielberg. Soll Jutzi ihn wohl ab dem nächsten Rennen ersetzen? Müssen wir heute Abend mal schauen, ob der junge Österreicher dann auch in diesem gelb-roten BMW sitzt. Und hier sehen wir Daniel Erstling, der jetzt am Vettel-Fan rangefahren ist. Jetzt ist nur die Frage, wie schnell kommt er hier vorbei? Wie viel Zeit verliert er? Und da hat Vettel-Fan einen Fehler gemacht. Kann Daniel Erstling das direkt ausnutzen? Denn ist, ja, direkt vorbei. Fehler direkt ausgenutzt. Genau das musst du machen beim GT3. Immer da sein, abwarten. Und dann in die Lücken reingehen und das hat er gut gemacht. Vorbeigegangen hier. Und bei den Ferraris, da wird man sich auch ein bisschen Respekt holen. Das heißt, ich schätze, Vettel-Fan hat da nicht ganz durchgezogen. Der weiß ja auch, dass Daniel schon an der Box war und er da nicht hundertprozentig dagegen halten kann. Und hier sehen wir wieder den Kampf um P4. Mit mir und Julian und Fehler von ihm! Da ist er ein bisschen zu früh aufs Gas gegangen oder die Traktionskontrolle hat ein bisschen verrückt gespielt. Und hat sich raus, ja, hat es gut abgefangen, nicht rausgedreht, aber ordentlich Zeit verloren. Das hat bestimmt 1,5 bis 2 Sekunden gekostet. Ja, ist schon weiter weg. Das muss er jetzt erstmal wieder zufahren, aber er scheint ja aktuell schneller zu sein als ich zu dem Zeitpunkt. Aber sowas darf man sich natürlich nicht zu oft erlauben. Aber hat es gut abgefangen. Boxenfunk wird man jetzt sagen, Head down und dann weiter geht's. Und hier hat man gerade gesehen, das, was ich meinte mit dem Abkürzen. Also man kann da schon deutlich über den Curb poltern. Aber Track Limits gibt es da auch. Das heißt, wenn man viermal und Hannes bekommt eine 5-Sekunden-Strafe für diese Kollision am Anfang mit Senior. Ja, also da haben wir jetzt leider keine Sicht von. Ich kann es euch aber erklären, wie es passiert ist. Also Hannes war in der Mitte beim Start, Senior ist rechts außen daneben gewesen, so auf halber Höhe und Hannes ist einfach nach rechts rübergezogen, weil er links neben sich noch wen hatte, wusste nicht, wie viel Platz da ist, hat Senior nicht gesehen. Ja, und die Stewards haben dann eben auf plus 5 Sekunden entschieden. Wir sind hier ein bisschen gnädig mit Strafen im GT3 Cup und ich glaube auch wegen der Startphase gibt es immer tendenziell ein bisschen weniger, aber die 5 Sekunden könnten am Ende
auch wehtun. Für ihn. Müssen wir mal gucken, wo er. Aktuell fährt er im Niemandsland, aber der hat ja seinen Stopp schon gemacht. Gucken wir mal. So, und hier ist das nächste Ferrari-Duell. Und Dan. Ja, der wird schon vorbeigelassen sozusagen. Frank lässt Daniel Erstling vorbei. Ja, gut für ihn. Beide fahren ihr eigenes Rennen. Schlau, sich dann nicht so hart zu verteidigen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie der rosane Ferrari hier weiter nach vorne kommt. Und Simon Kaufmann, der hat indessen, glaube ich, einen Fehler gemacht gehabt, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und ist auch schon an die Box gekommen deswegen. Ja, und hier der eben angesprochene Charles Leclerc, der ein sehr, sehr gutes Rennen macht. Bisher. Hier an Benjamin Frank dran ist. Auch ein Österreicher aus dem Jutzi-Clan, würde ich jetzt mal sagen. Der jetzt letzten beiden Rennen schon mitgefahren ist, zweimal Punkte geholt hat. Also der weiß auch, wie man den BMW um die Strecke bewegt. Hier sind wir on board bei Julian Gerlach. Aber mal ein bisschen auf den Motor hier. Ja, man sieht es ein bisschen. Der Audi ist ein bisschen unruhig. An den Ausgängen von den Kurven. Mal gucken, ob es hier auch wieder so ist. Ja, hier ging es jetzt. Also ganz so einfach zu fahren ist es dann auch nicht. Wir sehen hier die Linie, wo man ein bisschen rausfährt. Hier die Kurve ganz schwierig, diese dreifach links. Da bin ich da vorne ein bisschen weit rausgekommen gerade. Aber das ist eben auch nicht einfach. Und wir sehen, Julian hat die Lücke direkt wieder zugefahren, die eben aufgerissen ist durch seinen kleinen Fehler. Und hier sehen wir Hannes und Joey. Joey unterdessen nämlich auch schon an der Box gewesen und vor Hannes wieder rausgekommen. Und die beiden gehen jetzt auch, versuchen jetzt auch alles rauszufahren, was noch geht, um vielleicht da vorne nochmal ranzukommen, um noch ein paar Punkte mitzunehmen. Hannes hat sich ja auch im GT3 Cup wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut entwickelt. Hat eine sehr starke Pace. Kommt anscheinend mit dem BMW sehr, sehr gut klar. Ja, der DTM im Winter lief es nicht ganz so gut, aber jetzt. Oh, und da sehen wir Vettel-Fan. Der hat sich gedreht. Auf dem Gras. Eieieiei. Da schmeißt er das Auto weg und verliert einige Plätze, aber so ist es halt. Und hier sehen wir Simon Kaufmann, wo ich eben gesagt habe, der war schon an der Box. Wenn der sich hier mit der Pace weiter so hält, keine Fehler mehr macht, dann könnten das für den Schweizer auch die ersten Punkte im ersten Rennen geben. Dessen geschuldet, dass heute nicht ganz so viele da sind. Gucken wir mal. Müssen wir mal abwarten. Schauen wir mal, wie sich das hier alles entwickelt. Was ich noch sagen wollte, ja, Hannes sich gut gemacht in der DTM und seinen vorherigen R-Faktor-Projekten hier bei uns nicht ganz so gut gewesen, immer Mittelfeld mitgefahren. Aber jetzt hier mit dem BMW im GT3 kommt er sehr, sehr gut klar anscheinend und kann hier ordentlich aufdrehen. Schon drei dritte Plätze geholt. Und in den im Sebring beim Auftakt hat er den zweiten Platz hier nur wegen der Strafe verloren. Da ist er auch auf zwei durchs Ziel gefahren. Hat dann aber noch eine Strafe bekommen und ist auf 4 zurückgefallen. Aber der macht einen sehr, sehr soliden Job. Genauso wie Julian Gerlach hier. Der sich immer weiter an mich rangepirscht hat zu diesem Zeitpunkt des Rennens. Boah, und da bin ich sehr, sehr weit rausgekommen. Und kann er das nutzen? Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, zu spät gebremst wahrscheinlich, aber er musste dann abstoppen und das wird dann doch nicht reichen. Musste wahrscheinlich stark auf die Eisen gehen, dass er mir da nicht reingerauscht wäre. So, aber man sieht, der kann schneller, der kann ordentlich fahren hier. Müssen wir mal abwarten. Wir sind ja nicht mal bei der Halbzeit. Die anderen Boxenstops erwarte ich so um die 20-Minuten-Marke rum. Wenn man den, je nachdem, wie viel man natürlich mit dem Quali mitgenommen hat. Aber
Ich glaube, die meisten werden mit relativ vollem Tank ins Quali gegangen sein, dann da ein bisschen verbrannt haben. Das heißt, so 20, 25 Minuten, da werden so, glaube ich, die ganzen Stops kommen. Mal gucken, wer zuerst gehen muss. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit für Björn Gerlach, wenn er mehr Sprit dabei hat. Warten, bis ich an die Box gehe. Und dann, genau, einfach länger fahren und mit dem weniger Sprit drin ein bisschen mehr rausholen aus den Rundenzeiten. Hier in der letzten Kurve hat man es gerade gesehen, da hat es ordentlich gestaubt. Da bin ich weit rausgefahren. Da ist es tatsächlich gar nicht so schlimm, wenn man da ein bisschen weit rauskommt. Das ist ganz interessant. Man kann sich da ein bisschen raustragen lassen und trotzdem noch geradeaus fahren. Man sollte nur, bevor man vor einem Turn-in wieder auf der Strecke sein. Und jetzt sind wir wieder bei Daniel Erstling, der sich zurückkämpft. An die Spitze. Sehr gut genommen, die ersten beiden Kurven hier. Ja, mit seinem Sieg in Monza beim letzten Rennen kam er wieder ein bisschen ran an Lorenz Hörtsing. 5 Punkte gut gemacht, aber das sind natürlich noch einige Punkte Rückstand, die er machen haben muss. Aber die Streichergebnisse spielen ihm natürlich auch in die Karten. Aber er muss jetzt die letzten Rennen oder auch jetzt hier. Ah, hier wird es wahrscheinlich schwierig. Lutz ist so weit vorne. Müssen wir mal gucken. Frank lässt wieder zwei vorbei. Joey und Hannes. Das war aber jetzt, glaube ich, auch eine Überrundung, weil Frank mittlerweile auch an der Box war. Genau, was ich sagen wollte. Erstling muss natürlich jetzt auch ein bisschen Pace finden, um Luzi immer challengen zu können. Er kann sich nicht darauf verlassen, dass Luzi einen Fehler macht. Weil das kommt nicht so oft vor. Und hier sehen wir wieder den Kampf um P4. Aber Julian findet einfach keinen Weg vorbei. Das ist übrigens genau das umgedrehte Szenario wie in Kyalami. Da bin ich das halbe Rennen hinter Julian festgesteckt und kam nicht vorbei. Also wenn ihr euch das hier nochmal angucken wollt, das war oft im Bild. Kyalami, interessantes, sehr, sehr spannendes Rennen gewesen. Da war es genau andersrum. Jetzt ist Gerlach eben mal hinten. So ist das Leben. Und jetzt muss er sich hier einen Weg vorbeifinden. Aber er scheint nicht so unbedingt deutlich schneller zu sein. Also Junior hat mir dann einen konsequenteren Eindruck gehabt. Aber wie gesagt, wenn man da so gut folgen kann, dann kann man wahrscheinlich einen Tick schneller. Und ist natürlich auch immer schwer. Tire Management ist wichtig. Man darf nicht zu viel attackieren. Kommt natürlich auch darauf an, was die Leute hier fahren. Es gibt ja mehrere Reifenmischungen zur Auswahl. Ich weiß, dass die beiden vorne, Jutzi und Lotzi, die haben beide den Medium drauf. Ich hatte auch den Medium, ja, ich habe auch den Medium drauf. Aber jetzt zum Beispiel Hannes, der fährt mit dem Soft. Aber der kriegt das Tire Management ganz gut hin und der ist sehr, sehr nah dran. Jetzt hier an Joey. Durch die Schikane. Schauen wir mal. Onboard. Hier kann man ordentlich cutten, wie man sieht. Hier nochmal kurz bremsen und dann hier mit Vollgas auf die lange Gerade. Ah, der Aston kam hier gerade ein bisschen besser raus. Und der Top Speed vom Aston ist anscheinend auch besser, weil mit Windschatten kann Hannes hier gar nichts machen. Ja, und da braucht er auch gar nichts zu versuchen. Da ist er nicht mal ansatzweise neben dran. Ja, muss ich jetzt hier hinten einrichten hinter ihm und dann warten auf einen Fehler. Boah, das war ganz knapp. Da kann er froh sein, dass er den nicht angeschubst hat. Aber man sieht, die zwei kämpfen auch mit ihren Autos. Klar, die Reifen lassen jetzt nach. Und das wollte ich auch nochmal sagen. Ja, klar könnte man Reifen wechseln während dem Stop. Allerdings würde das extra dauern. Da vorne kam jemand aus der Box. Da müssen wir gleich mal drauf schauen, wer das war. Das ein Überrundeter war oder ob das einer von vorne gewesen sein könnte. Das könnte ja. Ja, ich weiß nicht, wer das sein könnte. Jutzi oder so. Könnte sein. Müssen wir mal ein Auge drauf haben. Und hier sehen wir wieder die zwei Zweierpärchen, die hier fahren. Ich und Gerlach und dann hinten Benjamin Frank und Charlie Greag, die sich die zwei Plätze da hinten
bekämpfen, obwohl da noch nicht viel Zweikampf passiert ist bisher, aber Legrak holt da ordentlich auf. Schauen wir mal. Julian ordentlich verbremst. Das wird Zeit gekostet haben. Eieiei. Aber das ist auch echt schwierig hier in der Kurve. Wenn man dann ein Stück zu wenig, ein Stück zu früh bremst, kriegt man die Kurve nicht mehr gut, wenn man zu langsam ist. Und wenn man zu spät bremst, dann passiert genau das, was Julian hier gerade passiert ist. Also die erste Kurve ist echt, echt tricky, aber eben auch ganz gut zum Überholen. Und ich glaube, das war Frank, der nochmal an der Box war. Oder der war bisher noch nicht an der Box. Das war sein erster Boxenstopp. Auf jeden Fall Frank wieder vor den beiden. Der wird die jetzt durchlassen müssen. Das wird er auf jeden Fall machen. Da denke ich, das wird keine Probleme geben. Und Hannes konnte wieder, musste wieder ein bisschen abreißen lassen. Und hier sehen wir wieder Erstling auf seine Aufholjagd. Und hier haben wir auch mal Marvin Gummich im Bild, der früh, glaube ich, ein Problem hatte. Der musste, glaube ich, auch relativ früh an die Box. Fährt deswegen dem Feld jetzt hinterher. Aber wie gesagt, das ist noch ein langes Rennen. Safety kann man weiß nie, was passiert. Deswegen konstant fahren und dann könnte auch für ihn das noch eventuell was werden. Mal schauen. Und hier sind wir wieder bei demselben Kampf. Da hinten sind die beiden, die ich eben angesprochen hatte: Benjamin Frank und Charles Leclerc. Boah, jetzt ist Julian sehr, sehr nah dran. Vielleicht könnte er jetzt was probieren. Wenn er den Ausgang gut hinkriegt. Ja, kriegt er. Sehr, sehr nah dran. Hier vielleicht in dieser langgezogenen Links. Oh, er bremst ganz spät. Viel zu spät. Und dann konnte er es nicht halten auf der Bremse. Jetzt nochmal. Ich glaube nicht, dass er es hier probieren wird. Nein. Oh, ganz enges Manöver. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Heieiei, da ging es aber gut zur Sache gerade, aber da wollte er einfach ganz, ganz spät bremsen und es hat leider nicht geklappt, konnte es nicht zusammenhalten auf der Bremse. Aber man sieht, der will hier vorbeigehen, der ist schneller. Ja, mal gucken, ob er es irgendwie anders probieren muss, an irgendeiner Stelle mal überraschen muss, aber das war ja jetzt schon mal ein guter Anfang. Aber so muss er es machen. Überraschend so reinstechen, um sich vielleicht irgendwo mal daneben zu setzen. Vielleicht klappt das ja. Problem ist natürlich, er darf natürlich nicht zu überraschend sein, weil nachher sticht er irgendwo rein, wo ich nicht damit gerechnet habe. Und dann, ja, hier, jetzt ist er nah dran, aber das reicht nicht. Da war jetzt nicht so mutig, um sich mal richtig daneben zu bremsen. Aber wie gesagt, es ist halt auch schwierig. Er ist jetzt wieder nah dran. Vielleicht jetzt. Und jetzt versucht das sehr spät. Das ging nicht gut. Ah, blöd gelaufen. Das habe ich gerade noch drüber gesprochen, dass das eventuell passieren könnte. Er hat da sehr spät reingebremst, da habe ich nicht mit gerechnet anscheinend. Und hier sehen wir das nächste Manöver. Hannes gegen Joey. Nee, das klappt nicht. Da hat Hannes im letzten Moment noch auf die Bremse getreten, um dann nicht in den Aston Martin reinzudüsen. Knappes Ding. Aber man sieht, es ist schwer hier zu überholen. Und die beiden auf 9 und 10 da vorne müssen noch einiges stoppen. Das heißt, ja, keine Ahnung. Für die sind auch noch gute Punkte hier drin. Schauen wir mal, was die beiden hier noch rausreißen können. Aber die werden sich saures geben bis zum Ende, glaube ich. Mal gucken, ob Hannes hier vorbeikommen kann. Kommt hier. Ja, eigentlich besser durch, aber im Exit konnte der Aston dann doch schneller drauf. Und Frank war neben der Strecke. Der konnte sich sogar absetzen, im Gegensatz zu dem, was ich gesagt habe, dass er die durchlässt. Der konnte sie eben absetzen, wahrscheinlich neue Reifen geholt, aber jetzt neben der Strecke gewesen. Und das hilft seinem Rennen natürlich auch nicht.
So, stellen wir mal die beiden. Sehr unterschiedliche Linien. Da gab es den Stupser. Also entweder hat sich Joey da verbremst oder er fährt da generell so weit außen. Ich glaube, ersteres. Und Hannes hat einen Stupser ihm gegeben und du hast da ein bisschen Momentum verloren. Und der fährt hier immer sehr aggressiv über diesen Curb. Habe ich jetzt bisher nur bei ihm gesehen, dass er da immer wieder so hart drüber fährt. Und hier mal ein bisschen Onboard-Action von ihm. Ja, ein bisschen weit rausgekommen. Also er kämpft auch mit seinen Reifen, sieht man. Und hier, Gummi macht sehr gut Platz. Da muss man mal schauen, wie der hier jetzt zurechtkommt, Hannes. Ja, das ist alles recht rutschig. Man sieht, korrigieren ist sehr, sehr viel korrigieren. Aber, ja. Er hält das Auto immer noch zusammen. Schnell ist er auch. Also, das könnte hier interessantes Battle werden. Und was sehen wir hier? Ah ja, genau. Ich dachte schon gerade, warum fährt er alleine? Aber der hat ja eben einen Fehler gemacht. Oder hat sich weggedreht. Von wem es der Fehler war, müssen wir mal gucken. Und hier sind wir mal wieder bei der Spitze. Nach 22 Minuten. Und Lotzi müsste an der Box gewesen sein. Da hinten stand noch jemand an der Box. Ja. Also, Lotzi war an der Box. Auch Jutzi gerade an der Box. Müssen wir mal gucken, wo die rausgekommen sind. Die haben ganz schön viel verloren, glaube ich. Auch Jutzi sehr, sehr viel Zeit verloren. Mal gucken mal, wo der rauskommt. Ja, damit ist Junior jetzt hier der Führende. Der muss aber natürlich noch an die Box. Junior sammelt Führungskilometer hier. Aber Lotzi hat ganz schön viel verloren. Vielleicht haben die einen Fehler gemacht. Ich weiß es nicht. Oder die haben natürlich Reifen gewechselt. Das kann auch gut sein, dass die beiden sich denken, ich hole mehr auf einem neuen frischen Reifen raus, als ich verliere durch diesen längeren Boxenstopp. Müssen wir mal schauen. Aber wenn die wirklich Reifen gewechselt haben, dann dürften die jetzt deutlich schneller sein als der Rest. Ich weiß nur nicht ganz, wohinter die gefallen sind. Ob vielleicht sogar Erstling da noch durchgerutscht ist. Oder auch Hannes und Joey gegenüber Jutzi. Das müssen wir einfach mal abwarten. Wir sehen jetzt hier ein bisschen was vom blauen Bad Boys. Von Junior. Und hier sind wir bei dem eben angesprochenen Kampf. Das müsste jetzt sogar Kampf um P5 sein, dadurch, dass die alle in der Box waren. Benjamin Frank im Reserve-BMW gegen den Avengers Racing von Charles Leclerc. Der ist konstant rangekommen, ist jetzt unter einer Sekunde dran. Vielleicht kann der irgendwann mal das Manöver setzen. Oder bei der Boxenstopp tut sich da was. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie viel die Spritmengen bei den beiden sind. Aber der mehr drin hat, der hat tendenziell den Vorteil. Weil entweder kann er länger fahren oder er muss weniger nachtanken, wenn die gleich an die Box kommen. Das heißt, der hier mehr Sprit noch hat, ist im Vorteil. Aber vielleicht fechten die das ja auch einfach auf der Strecke aus. Jemand auf jeden Fall nah dran. Und hier oben sehen wir jetzt mal eine Einblendung. Also, Bergmann 2, also ich auf 3, Gerlach 3. Benjamin Frank auf 4, Charles Leclerc 5. Daniel Erstling ist tatsächlich vor Lorenz Hörtsing rausgekommen. Also Hörtsing, der muss, und auch Klaffenberg, die müssen wohl beide an der Box gewesen sein und Reifen gewechselt zu haben. Sonst kann ich mir nicht erklären, warum die so viel Zeit verloren haben. Dann Joey, Hannes, Senior auf 11, Sven Vettelfan auf 12, dann Terror Heize und Simon Kaufmann, der hat einiges verloren wohl. Der muss auch irgendein Problem gehabt haben und Gummi auf 15. Und hier sehen wir es jetzt auch im Bild. Hörtsing tatsächlich hinter Erstling. Erstling führt bereinigt die Boxenstopps an. Aber die Frage ist natürlich, wenn Lotzi wirklich frische Reifen hat, dann sollte er hier so ranfliegen. Dann dürfte Erstling fast gar keine Chance haben, sich gegen den Skischuhfahrer zu verteidigen. Bei den knapp 90 Minuten, die es noch sind. Hier sehen wir es. Auf P8 sind die ganzen.
Die Anzeige hat, glaube ich, nicht gestimmt. Naja, egal. Auf jeden Fall ist er hier sehr, sehr nah an Erstling. Wir haben es gesehen, er war im ersten Sektor noch deutlich weg. Der ist so viel schneller. Ich glaube nicht, dass sich Erstling da lange wehren kann und lange wehren will, weil der fährt ja dann jetzt auch noch gegen Jutzi. Ah, doch. Fährt Kampflinie. Oh, und jetzt kommt er weit raus und Luzi kann es direkt nutzen. Eieiei. Und Himat geht an die Box. Charles Leclerc an der Box. Hat anscheinend weniger Sprit drin. Und hier sind wir wieder bei der Kampfgruppe von mir und Julian. Und der konnte das wieder zufahren. Das heißt, man sieht ganz auf jeden Fall, der ist hier schneller, aber hat bisher noch keinen Weg vorbeigefunden. Vielleicht unter den Boxenstopps, muss man mal gucken. Und Junior war währenddessen auch an der Box. Das heißt, die beiden sind jetzt aktuell das Führungsduo. Aber beide müssen natürlich noch an die Box. Das sieht aber sehr brutal aus, wenn man da hier über die Curbs ballert. Aber man kann das Auto da doch relativ gut halten, tatsächlich. Und hinten im Hintergrund sehen wir Lotzi, der vorbeigelassen wird von Benjamin Frank. Und jetzt weiter vor auf der 3, bereinigt natürlich auf der 1. Aber der darf sich natürlich jetzt, also Lotzi darf sich natürlich auch keinen Fehler leisten. Denn dann fällt er wieder hinter Erstling zurück. Und wenn die Reifen erstmal einen Drop-off haben, also das muss man vielleicht noch erklären, die Reifen sind die ersten paar Runden sehr, sehr gut. Und dann fallen die sehr stark ab und dann gibt sich das gar nicht mehr so viel zu den kaputten Reifen. Das heißt, wenn Luzi jetzt einen Fehler macht und sich dann vielleicht die Zähne ausbeißt hinter Erstling, dann könnte es doch schwierig werden für ihn. Also der darf jetzt, muss jetzt schnell fahren, um sich da, um da wegzukommen, aber darf auch nicht zu viel zu viel riskieren. Und hier Julian, ja, der findet keinen Weg vorbei, so blöd das einfach klingt. Und Luzi holt auch in Riesenschritten auf die beiden, auf hier, auf uns auf. Hier sind wir bei Hannes. Der ein bisschen abreißen lassen hat gegenüber Joy. Eine knappe Sekunde dahinter würde ich jetzt mal schätzen. Vielleicht hatte der auch einen kleinen Fehler drin oder sowas. Na, Joy. Kommt besser mit den kaputten Reifen zurecht. Muss man mal abwarten, ob sich das, ob sich der Trend fortsetzt oder ob das jetzt nur kurzzeitig war. Und jetzt sind wir hier wieder bei Lorenz Hörtzing. Und wir sehen, Julian Gerlach geht anscheinend als Erster an die Box. Das heißt, ich würde mal schätzen, der hat weniger Sprit drin. Boxeneinfahrt. Gut erwischt. Muss man mal gucken. Hat man leider nicht gesehen, wie lange er gestanden hat, aber ich gehe fast davon aus, dass er nicht ganz so viel Sprit drin hat, wie ich zu dem Zeitpunkt hatte. Müssen wir einfach mal gleich gucken. Auf jeden Fall Lotzi jetzt hier. Ja, er kann deutlich schneller. Wie der ranfliegt in dem einen Sektor hier, das ist brutal mit den frischen Reifen und auch einfach mit der schnelleren Pace. Und das könnte direkt hier auf der Geraden schon was werden. Aber ich meine, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe mich da doch ein bisschen gewehrt. Wollte da nicht einfach vorbeilassen. Ja, und da muss er dann doch mal zurückstecken. So ein bisschen wehren ist dann doch immer ganz nett, aber genau, ich bin dann die Runde danach direkt an die Box gegangen. War nämlich dann auch leer vom Sprit her.
So, und dann geht's jetzt gegen Julian Gerlach. Man sieht, Daniel Erstling, der ist auf jeden Fall vorbei. Dem sein Undercut hat ordentlich geholfen, aber der hatte anscheinend auch die schnellere Pace. Und jetzt sind es noch knapp 13 Minuten. Hier sehen wir Jozi auf P3 aktuell. Dann Junior in seinem blauen BMW. Und da hinten kommt die Kampfgruppe. Gerlach, Joey und Hannes. Also wir haben dieselbe Gruppe wieder, ein bisschen andere Reihenfolge. Und das bin ich jetzt im Boxenausgang und das sollte für mich gereicht haben. Hat es auch. Da ist die Kampfgruppe und ich bin wieder vorne. Und jetzt heißt verteidigen. Gegen die vier da, gegen die drei da hinten. Der vierte da hinten, das müsste ein Überrundeter gewesen sein. Das müsste Vettel-Fan gewesen sein, der aktuell auf 12 fährt. Der könnte auch wieder Punkte mitnehmen. Hat den Monster seine ersten Punkte der Saison geholt. Und Himat ist anscheinend auch vorbeigekommen an Benny Frank. Ich hatte der auch noch Reifen gewechselt. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Sieht aber fast so aus. Ich glaube nicht, dass er so viel verloren hätte. Und jetzt geht es hier um P5. Mal gucken, wer sich den holt. Bin es ich? Ist es Gerlach, Joey oder Hannes? Alle ungefähr in Startdistanz. Und ja, Außenseiterchance hat vielleicht Himat, wenn da vorne noch irgendwas passiert oder er einfach gute Pace hat. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall kann man jetzt schon sagen, bisher ein sehr, sehr gutes Rennen von sowohl Junior Gerlach, der hier stark fährt, und auch also Charles Leclerc, der fährt auch ein sehr, sehr gutes Rennen bisher. Aktuell noch auf P9, aber vielleicht werden es ja noch mehr Punkte. Mal gucken. Ja, ich wollte gerade im Hintergrund schauen, wo Benny Frank ist. Habe ihn jetzt nicht gesehen. Der wird wahrscheinlich tatsächlich Reifen gewechselt haben. Da schaue ich mal gerade ein bisschen. Schaue ich mal in den Unterlagen nach, was wir hier gestellt bekommen. Der müsste tatsächlich Reifen gewechselt haben, wenn ich das richtig gesehen habe. So, und dann gucken wir mal, ob die beiden hier, Joey und Hannes, ob die noch rankommen an mich und Julian da vorne. Ja, Julian ist wieder relativ nah dran hier an mir. Das wird aber auf jeden Fall hier in dem der Geraden noch nichts werden. Aber der muss natürlich auf einen Fehler lauern oder es vielleicht irgendwann mal probieren, wenn er nah dran ist. Also wir haben gesehen, man kann überholen, es geht, aber es ist recht schwer. Bleibt einfach nur abzuwarten in den letzten 10 Minuten. Es dürften noch so 6, 7 Runden werden, die hier noch gefahren werden. Oder wahrscheinlich eher 6. Und gucken wir mal, ob da was passiert. Hannes mittlerweile sehr, sehr nah rangekommen an Joey. Der hängt ihm ja auch schon richtig im Heck drin. Also hier darf sich keiner einen Fehler leisten. Außer vielleicht Hannes. Er würde keine Position verlieren, aber natürlich den Anschluss an die Vierergruppe her. Hier. Und die sind jetzt echt alle sehr, sehr nah beieinander. Himat da hinten so ein bisschen auf Abstand. Kann die Pace anscheinend nicht ganz mitgehen, aber ich glaube, er ist auch zufrieden mit dem 9. Platz aktuell. Und Hannes, weit draußen, verliert da einiges an Zeit. Ah, geht sogar. 2/3 Zehntel vielleicht nur. Und da war ich wieder draußen. Aber wie gesagt, also man kann immer ein bisschen rausfahren. Die GT-Fahrzeuge, das kriegen die schon hin. Das packen die. Und hier Julian jetzt hier wieder
auf der Bremse, versucht sich ranzubremsen. Ja, der Audi scheint in den Kurven ganz gut zu sein. Also er kann hier gerade in den längeren Kurven immer ein bisschen auf mich aufholen, aber beim Exit ist er nicht ganz so stark. Hier schalten wir auf P2 zu Daniel Erstling. Das Podium sollte ihm sicher sein und da hinten kommt Jutzi. Ja, 8 Minuten. Vielleicht kommt Jutzi da nochmal ran, obwohl ich glaube eher nicht. Müssen wir mal schauen. Er ist schon ein großer Abstand und mittlerweile dürften die Reifen auch nachgelassen haben. Vom Österreicher. Und hier, oh, da war ich gleich draußen. Sollte aber nicht allzu viel gekostet haben. Ja, das wird nicht reichen für Julian. Zwar nah dran. Und das habe ich oft gemerkt, dass hier unterschiedliche Linien gefahren werden. Julian nimmt die erste ein bisschen weiter. Ich nehme die erste ein bisschen enger, kann dafür mehr Schwung in die zweite mit reinnehmen. Und jetzt ist Joey sehr, sehr nah dran. Das heißt, Julian muss jetzt gucken, dass er nicht vom Royal Racing Fahrer geholt wird. Heute ja nur 2 Royal Racings von möglichen 6 am Start. Ne, von möglichen 7 sogar. Mal gucken, ob die beim nächsten Rennen wieder zahlreicher da sind. Oder ob generell ein paar mehr Fahrer da sind. Und Hannes versucht es nochmal innen, dreht sich weg. Ah, ja. Das hat er jetzt schon mehrmals probiert, auch beim Überholen. Kurz nach dem Start habe ich schon gehört, dass sich einige beschwert haben, dass Hannes einfach mal irgendwo reinzieht und mal guckt, ob die anderen Platz lassen. In dem Fall hat es nicht geklappt. Er hat aber nicht so viel Zeit verloren. Aber den Anschluss hat er ein bisschen verpasst. Da muss er mal gucken, ob er das jetzt wieder zufahren kann. Und vorne Julia gegen mich. Na, das dürfte nicht geklappt haben. Da hat das ja schon öfter probiert. Nee, kam nicht vorbei. Und Hannes hat es einfach mal probiert. Ja, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Er war die ganze Zeit dahinter. Vielleicht muss man einfach mal ein bisschen asozial irgendwo reinhalten und mal gucken, ob man sich da daneben setzen kann. Man sieht ja, es ist einfach schwierig. Jetzt die Frage, wie schnell kann er hier vorne ranfahren? Ja, Joey kriegt die Kurve am besten hier, würde ich fast sagen. Ist links, rechts, nach der Gegengeraden. Und jetzt. Boah. Ja, Joey nah dran. Ja, jetzt sind alle nah dran. Vielleicht versucht Julian was. Obwohl, ich glaube, er nicht. Sehr weit weg. Müssen wir mal gucken. Und Joey. Auch spät auf der Bremse. Habe ich fast gedacht, der räumt jetzt den Gerlach ab hier. Ja, aber alles gut gegangen. Das ist eine schöne Kampfgruppe, auch wenn bisher nicht ganz so viel passiert. Ja, ich dachte schon, er versucht da innen was, aber er fährt einfach die Kurve ein bisschen anders, ein bisschen weiter innen. Und 5 Minuten 30 sind es offiziell noch zu gehen. Muss man mal gucken, wann genau Lotze über die Linie kommt. Und die letzte Runde sozusagen einleitet. Das tut ja immer der Erste. Also, wenn der Erste über 0-0 fährt, ist vorbei. Gibt nicht noch diese Extra-Runde, wie zum Beispiel in allen anderen Klassen, wie zum Beispiel in der Formel E oder so. Das gibt es nicht. Ja, schauen wir mal. Ja, Joey kriegt die Kurve einfach hier am besten, muss ich sagen, von allen dreien. Kann sowohl die Erste als auch die Zweite ganz gut nehmen, ohne da irgendwie eine zu opfern. So, und jetzt vielleicht. Und Hannes ist wieder dran, da sieht man. Ich halte da die ganzen Banausen hier ganz schön auf. Jetzt ist Julian relativ nah dran. Aber da müsste er schon eine harte Dive Bomb ziehen. Er tut's! Er zieht die Dive Bomb gegen mich. Und jetzt ich innen. Oh, Kollision, da kann ich mit. Eieieiei. Und Hannes kommt als Erster wieder raus. Ja, das muss ich auch ganz klar direkt auf meine Kappe nehmen. Ich habe mit Julian in dieser Situation nicht gerechnet und jetzt hier Hannes vor Joey. Joey hat aber trotzdem Platz gewonnen. Aber lass uns daran erinnern, Hannes hat noch plus 5 Sekunden. Die könnten ihm auch nochmal zu Verhängnis werden. Und hier sehen wir,
Erstling und Juchi. Ja, der ist ganz schön nah dran gekommen. Also vielleicht wird das doch noch was für einen Österreicher 1-2. Müssen wir mal gucken, ob Jutzi da gut vorbeikommt am Ferrari. In den übrigen 3 Minuten 20. Das werden noch 3 Runden wahrscheinlich werden für alle, die jetzt über den Strich kommen. Ja, und hier, das ist die Vierergruppe, die sie jetzt ein bisschen auseinandergezogen hat. Hannes profitiert von dem Ganzen. Und ja, ich wollte eben nochmal drauf eingehen. Ich habe nicht mit Julian der Situation gerechnet und habe dann, ja, bin dann einfach innen, wollte nochmal das Frust und auch ein bisschen. Habe ich gedacht, vielleicht lässt er mir ein bisschen mehr Platz da und bin dann über den Curb und dann habe ich Julian abgeräumt. Absolut mein Fehler. Und auch ein großer Gewinner ist Himat, der jetzt hier auf der 9 ist und direkt Julian Gerda vor sich hat. Mal gucken, wie sich das so entwickelt, ob der vielleicht sogar noch einen Platz gut machen kann. Fehler. Ordentlich rausgerutscht, das haben wir ja schon öfters gesehen. Von Julian. Und Joey auch einen Platz gewonnen. Und aktuell wäre der sogar auf P5, weil Hannes bekommt ja noch eine plus 5 Sekunden Strafe. Und Julian scheint mit dem Auto zu kämpfen haben. Der wird wahrscheinlich einiges an Schaden haben. Da ist ja Joey auch noch ordentlich reingerauscht in den Audi. Ja, der hat es schwierig. Aber der muss sich jetzt verteidigen hier. Die letzten 2 Minuten muss er seinen 8. Platz verteidigen, um noch so viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Und jemand versucht natürlich auch noch alles Mögliche rauszuholen, um sein bestes Ergebnis einzufahren. Hat er sowieso aktuell schon, aber eine Position mehr ist natürlich immer gut. Und hier sind wir Erstling gegen Jutzi. Das wird eine Mammutaufgabe, den BMW auf frischen Reifen hinter sich zu halten für Dane. Ja, man sieht's. Der BMW, der kann auf jeden Fall schneller. Aber er muss natürlich, wie der gesagt, erstmal vorbeikommen. Versucht das jetzt. Und hier 10 Sekunden Strafe für mich. Ja, völlig zu Recht, muss ich an der Stelle sagen. Es war absolut mein Fehler. Und ja. Tut mir auch nochmal leid, Julian, wenn du das hier siehst. Mein Fehler. Aber wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit dem. Hier mit dem Duell. Und das müsste. Oder das ist die letzte Runde, die wir fahren. Die beiden gehen jetzt in die letzte Runde. Mal gucken, ob hier noch was passiert. Eine Runde muss das noch halten. Daniel Erstling. Aber. Oh, hat jetzt hier einen kleinen Fehler gemacht. Und Jutzi innen. Kann er das halten? Ja, das sieht erstmal gut aus für den Ferrari-Piloten. Und. Juri versucht's innen. Angetäuscht. Setzt sich innen vorbei. Hat das? Er hat's. Und jetzt ist die Zeit vorbei. Er hat. Jutzi hat's geschafft gegen Daniel. Zieht er jetzt hier rein? Er zieht rein. Der BMW ist in der letzten Runde noch vorbeigekommen. Unglaublich. Da hat er sich aber ein bisschen frisch machen lassen. Bisschen die Nerven verloren. Und hier sehen wir jetzt Lorenz Hörtsing, der einem ungefährdeten Sieg entgegenkommt. Hier noch ein bisschen Kunststückchen macht, wie ich das nennen würde. Und einen super Sieg entgegenfährt. Sehr, sehr souverän. Stark gemacht. Baut seine Führung in der WM weiter aus. Und hier sehen wir die beiden, über die wir eben gesprochen haben. Da hat er sich ein bisschen abkochen lassen, der Daniel. Eieieiei. Aber gut, hat auch natürlich echt alte Reifen gehabt. Und damit auf 2 und 3. Und den hier muss man auch mal loben. Lachsnacken Junior. Starkes Rennen gefahren. Auf P4 sehr, sehr gute Pace gehabt. Nach vorne ging dann doch im Endeffekt nichts. Podium knapp verpasst. Aber P4 sollte gut sein. Und Hannes
Müssen wir gleich mal im Endergebnis schauen, ob der die 5 Sekunden noch auf Joey rausgefahren hat. Ich glaube nicht. Aktuell erstmal auf 5. Gute Recovery nach dem Unfall. Joey aktuell erstmal auf 6. Ich erstmal auf 7. Aber das wird sich alles noch verschieben. Das müssen wir im Endklassement gucken. Und Julian Gerlach hat die Position gegen Charles Leclerc gehalten. Hier Benny Frank auf der 10 ins Ziel gekommen. Auch wieder Punkte mitgenommen. Sehr, sehr gut für ihn. Ja, das ist die Nummer 12, Sven Vettel-Fan. Der hat auch noch einen Punkt mitgenommen. Und ich glaube, Senior müsste auf 11 gewesen sein. Dann noch Frank und Simi. So, hier schauen wir uns das Endergebnis an. Lorenz Hötzing gewinnt mit 1 Stunde 17. So, Klaffenberg 2. Daniel Ersting auf 3 verliert weiter gegen Losbert. Junior mit einem starken Rennen auf der 4 und Joey ist tatsächlich auf der 5, weil Hannes eine 5-Sekunden-Strafe bekommt. Gerlach auf der 7, Himat auf der 8, sehr starkes Rennen, ich auf der 10 mit dieser 10-Sekunden-Strafe. Ja, selbst schuld, muss man mal sagen. Ich war auch enttäuscht, aber so ist es halt. Und Benny Frank auf der 10, wieder ordentlich Punkte mit. Senior auf der 11 nimmt auch ein paar Punkte mit, aber durch die Kollision, da wäre mehr drin gewesen. Vettel-Fan auf der 12, Kaufmann in seinem Debüt auf der 13. Der wird sich auch ärgern, aber die Pace war da und in Hockenheim kann er das wieder gerade biegen. Frank Terror jetzt auf der 14 mit 2 Runden Rückstand und Gummich ist im Endeffekt, hat das Auto noch abgestellt auf der 15. Und hier sehen wir mal die WM. Lorenz Hötzing auf der 1 vor Daniel Ersling. Dann Hannes Martuni mit einem ordentlichen Abstand wieder zurück. Dann Philipp Stange, der heute nicht da war in seinem Ferrari. Klaffenberg auf der 5. Joey auf der 6. Starke Vorstellung von ihm in den letzten Rennen. Schäfer auf der 7. Junior auf der 8. Und Ben Hitz mit seinen 2 Reserveeinsätzen auf der 9. Und Ruben Gietfried in seinem Panzer auf der 10. Und auf die zweite Seite. Ich bin auf der 11 mit 32 Punkten. Senior auf der 12, Gerlach auf der 13, David Gerber auf der 14 mit seinem einen Rennen in Sebring, der hat sich danach nie wieder blicken lassen. 15 Erlinghäuser, 16 Müller, 17 Benny Frank, Himat schiebt sich auf die 18 vor, Frank Terreuzer auf der 19 und auf der 20 Julian Weinbrecht. Und die dritte und vierte Seite fehlt, aber das sind die ersten 20 hier. Ja, und wir sehen uns in Hockenheim. Heute Abend schaltet ein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns da. Bis dann. Ciao, ciao.